Damit einkommensschwache Familien in Moldawien Strom und Gas bezahlen können, hat die Regierung einen Winterhilfsfonds aufgelegt, finanziert von der Europäischen Union. Die 250 Millionen Euro kommen Haushalten wie der Beschir-Familie zugute. Vor einem Jahr bekamen sie Anschluss ans Gasnetz, doch dann drosselte Russland die Gaslieferungen nach Moldawien. Und die Familie mit 5 Kindern heizt jetzt wieder mit Holz. Auch hierfür gibt es EU-Hilfe. Die Holzverteilung organisiert der Dorfbürgermeister. Hier haben wir jetzt 3 Festmeter Holz für November, Dezember und Januar. Reicht dir das? 3 Festmeter bis Ende Januar? Ich denke, das reicht nicht. Das Haus ist groß. Ich habe fast 100 Quadratmeter. Also dann werden wir zusätzlich zu den 3 Festmetern, die wir durch das Bürgermeisteramt haben liefern lassen, noch einmal 2 Festmeter bringen. Zum Kochen verwendet die Familie Gas. Die Regierung hat ein System eingeführt, durch das Haushalte mit Niedrigeinkommen in den Genuss von verbilligter Energie kommen. Den Gaspreisdeckel zahlt größtenteils die EU. Die Beschir-Familie verdient ihr Auskommen mit Autowaschen, harte Arbeit für wenig Geld. Mit 34% hat Moldawien die höchste Inflation Europas. Im März haben wir für den Strom 15 Euro bezahlt und im Oktober 2022, wie viel waren es gleich nochmal? 37 Euro. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu den Vormonaten. Seit September organisieren von Russland beeinflusste Parteien Massenproteste in der moldawischen Hauptstadt. Korruptionsermittler stellten Beweise sicher. Viele Menschen wurden fürs Demonstrieren bezahlt. Und es gibt Verbindungen zwischen moldawischen Oligarchen und dem russischen Geheimdienst. Moskau versucht, Moldawien zu destabilisieren und setzt dafür die Energiewaffe ein. Gazprom dreht den Hahn zu. Die Frage stellt sich, sind diese Menschen hier von Moskau manipuliert? Moldawien in der Energiekrise. Euronews Witness geht Donnerstagabend um 9.45 Uhr auf Sendung und online.